Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir spielen heute Bed Wars auf der Map Hollow, Größe 4x3 mit mir, dem Torben. Und ja Leute, wir spielen Bed Wars, weil es in der Abstimmung gewonnen hat, die ihr machen konntet. Es haben diesmal nicht allzu viele mitgemacht, ich glaube nur 17 Leute. Ich packe euch einen Screenshot hier rein, zack. Und ja, es lag wahrscheinlich daran, weil einfach ich nicht explizit gesagt habe, dass ihr abstimmen könnt. Deswegen tue ich das jetzt nochmal. Also unter jedem Video ist in der Beschreibung ein Link, auf den ihr draufklicken könnt. Der führt zu einer kleinen Straw-Poll-Umfrage, wo ihr dann mitentscheiden könnt, was im nächsten Video zu sehen sein wird. Das heißt, ihr könnt den Kanal beeinflussen und das, was auf dem Kanal läuft. Finde ich extrem cool, weil ich euch dann einfach unter jedem Video mit einbeziehe. Und das ist meiner Meinung nach echt cool. Und was ich dann noch dazu sagen muss, ist, dass auf keinen Fall 2 Tage hintereinander das gleiche kommt. Das wird nicht zweimal hintereinander in die gleiche, also in die Abstimmung gepackt. Das heißt, wenn wir heute Bed Wars spielen, ist in der Abstimmung von dem Video kein Bed Wars drin, sondern halt 4 andere Sachen. Damit halt diese Abwechslung entsteht und ja, keine Langeweile aufkommt. Weder bei mir noch bei. Mein Gott! Noch bei meinen Zuschauern. Bei euch. Team Grün, wir sind nur zu zweit, das ist doof. Egal, wir schauen das trotzdem. Dann kann ich ja jetzt auch mal auf die Map zu sprechen kommen. Ist die Map Hollow, ist eine neue Map von den 7-9. Finde ich eigentlich bisher auf den ersten Blick ganz cool, weil die so übersichtlich ist. Ja, bisher ganz chillig, würde ich mal behaupten. Du, den kenne ich, den Typen, aus einer Runde von gerade. Da war der bei meinem Team. Der Süße. Da werde ich jetzt mal sein Haierbettchen doch nicht kaputt machen, weil hier. Au. Tu mir da nicht weh. Aua. Nicht weh tun. Hör jetzt auf. Oh. Doof. Naja, immerhin lebt unser Bett noch. Ist ja schon mal ein Vorteil, den man hier nennen kann. Und dann werde ich auch mal offensiv dran gehen. Christus, kenne ich auch schon. Sind jetzt hier, weil man Abend spielt, kommen viele von den gleichen in die Runde. Das ist ganz witzig. Christus war tatsächlich auch in meinem Team, aber der war ein richtiger Spast. Ah, fuck, ich dachte, ich könnte mich noch hinter dem da hochschleichen. Wäre einer weniger in der Base gewesen, das wäre gut gewesen. Hat nicht funktioniert, Leute. Hupsala. Ich weiß noch nicht, wie das bei euch ankommt, sodass ihr mitentscheiden könnt, aber ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass das ziemlich gut ankommt. Schreibt mir sowas mal unten in die Kommentare bitte, wie euch das neue Prinzip auf unserem Kanal gefällt. Es wird jetzt keine täglichen Upload-Zeiten mehr für Bed Wars geben oder so. Es wird einfach alles so gemacht, wie ihr das wollt, halt, außer, dass ich entscheide, wann das Video kommt. Damit müsst ihr halt leben. Er leckt einfach des Todes. Wo habe ich ihn hingeschossen? Geschlagen. Ich habe ihn getötet. Ease, Alter. Okay, und jetzt bringe ich auch noch 4 Gold nach Hause. Hui, das war ganz schön knapp. So. Nice, Leute. Da haben wir schon mal einen Bau. Somit die wichtigste Grundvoraussetzung, würde ich fast behaupten. So, noch ein bisschen Rüstung hier. Zack. 10. Das passt perfekt. Bam. Angezogen. Dann halten wir schon mal mehr aus. Na. Den Bau am Start. Und das Schwert. Habe ich noch ein Maid? Ja, klar. Unser Bett wurde ja nicht zerstört. Aber Team Grün kann man ja auch schon mal erwarten, dass sie rausgehen. Aber er nicht. Er steht da oben. Was er macht, weiß ich nicht. Aber es wird bestimmt sinnvoll sein. Er ist ein guter Maid. So. Also, ich weiß nicht, ob er ein guter Mate ist. Das habe ich jetzt einfach mal in so einen Raum geworfen. Er muss sich natürlich erst beweisen, ob er wirklich so gut ist. Ein Team ist tot. Gelb regt mich ziemlich stark auf, wobei die anderen Teams mich auch nicht weniger aufregen. Crap, warum war das so knapp? Der kann doch noch gar nicht so gut equipped sein. Den habe ich doch eben erst getötet. Wow. Bin, glaube ich, nicht mehr der beste Spieler. Muss ich an dem Punkt mal dazu sagen.
Ein voll equippter, der andere equippt sich gerade wieder. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das angehen soll. Ich lock die vielleicht einfach mal aus der Reserve, um die dann hier wegzuspammen. 3. Schade. Ja, bau deinen Spawnpunkt selber zur Hälfte ein. Wäre die klügste Idee, die du durchführen kannst. Komm. Nein! Mir steht die Wurstfresse da im Weg. 1. Noch einen braucht er. Noch einen. Dann war's das. Dumm nur, dass er sich jetzt... ein! Bosspam ist real! Boah, Junge, da war der Bosspam echt real. Okay, Nummer 1. Und Nummer 2. Dann geht's hier runter. Zack, zack, zack. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Gut, das war's von Team Gelb. Da bin ich, falls mein Mate sich immer noch fragt, aber ich denke nicht. Ich denke, da habe ich gut rasiert. So, nun geht's weiter auf dem Feldzug. Diesmal gegen Team Rot. Zack, 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 zack. So. Er besitzt anscheinend keinen Bow. Aber er da hinten dafür. Ja, ja. Ich hab's gespürt. So. Bam, badam, 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 badam. Mal gucken, ob wir den von hier aus down kriegen. 2 Gold, das passt genau hier. Take it. Ja, was machen wir denn da jetzt, ne? Nicht wahr? Erstmal so eine Poppy hier, Peony abbauen. Das ist Poppy. Ne, das ist Lilac. Stimmt, das ist Flieder. Poppy ist Mohn. Ich bin so dumm. War nicht die klügste Aktion von mir. Ich gehe jetzt erstmal Blumen pflücken. Tu so, als hätte ich keinen Bogen. Und dann schieße ich ihn da einfach runter. Naja, mein Plan hat funktioniert. Auch wenn ich ihn nicht runtergeschossen habe. Aber ich habe ihn geschossen und er wollte dann irgendwie dagegen lenken und ist dabei runtergefallen. So, jetzt habe ich direkt 8 Gold hier nochmal. Und pflanze erstmal ein schönes Blumenbeet, würde ich sagen. Also wie gesagt, Leute, geht einfach mal auf den Link in der Beschreibung, klickt da drauf, stimmt ab. Es würde mich echt freuen. Je mehr davon euch mitmachen, desto besser. Weil ich kann euch dann halt immer mehr so zufriedenstellen. Auch wenn manche vielleicht noch dafür sind, dass jeden Tag Bad was kommt. Aber es wird mir und auch einigen von euch einfach zu langweilig. So, jetzt machen wir hier das Blumenbeet. Das muss schön geordnet werden. So, da kommt Flieh dazwischen. Zack, zack. Und dann ziehen wir jetzt hier noch eine Reihe. Die passt nämlich perfekt hin. Und noch eine Peony haben wir. Die kann man hier hinsetzen. Dann kann man sich hier drin verstecken, wie bei LOL. Dann kommt man hervor, bam, bam, bam und fickt sie. Voll gut, oder? Der eine spammt jetzt halt nur mit dem Bogen da hinten. Aber ist gar kein Problem. Ich spare einfach auf die Pearl, die ich jetzt besitzen sollte. Ja. Dann spare ich jetzt noch auf ein Eisenschwert. Und ein Stärketrank wäre auch noch cool. Weil die zu dritt sind. Das schaffe ich nicht. Ohne Stärketrank. Das heißt, Stärketrank kostet 7, meine ich. Eisenschwert 5, Enderperle 13. Wir haben jetzt 20. Das heißt, 13, 7. Das heißt, wir haben Stärketrank, wir brauchen noch 5. Das heißt, noch 2 Ladungen. Okay. Ja, damit lässt sich doch leben. Die werden jetzt gleich, denke ich, auch mal vorrücken. Einfach, weil die ihren Weg gerade fertig bauen. Den einen hätte ich eben fast bekommen, also jetzt gerade. So, jetzt noch eine Ladung und dann können wir es auch beenden. 10 Minuten, dann sind wir in einer ganz guten Zeit eigentlich.
Wenn wir jetzt die Zeit mit der Enderperle und so mitberechnen. Da kann man doch, denke ich, schon mal von so guten 15 Minuten ausgehen. Was einfach eine schöne Folgenlänge ist. So, wir mit unserer grünen Kleidung sind hier natürlich auch bestens getarnt inmitten von den Blumen. Wenn einer vorher nochmal down gehen würde, das wäre perfekt. Dann wäre es richtig easy, da durchzumarschieren. Da, dem habe ich nochmal einen gegeben. Okay, das werde ich vorher auch nochmal machen. Ich werde den vorher allen nochmal austeilen. Oh, das ist doof. Dann passe ich mal lieber auf die Mitte auf. Weil da kommt schon der Erste. Der erste Boy. Der sich wohl denkt, ha, der checkt es eh nicht. Wir springen beide aneinander vorbei. Aber er hat eine Combo kassiert. Von mir. Bin ja Profispieler. Das hat mich jetzt ein bisschen zurückgezogen, dass der gestorben ist. Warum stellt er sich nicht einfach hier unten innen und bekämpft die und muss so ein Theater machen und da hochklettern? Eins. Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich das wollte, aber vielleicht treffe ich ihn da durch. Nee. Er ist schon wieder weg. Ich kann ja nochmal richtig Gold abstauben, aber eigentlich will ich nur, dass er jetzt mal kurz die Mitte übernimmt. Während ich mir die Enderperle dann kaufen gehe. Weißt du, einer wäre tot gewesen, das wäre der perfekte Zeitpunkt, hätte ich die Enderperle gehabt. Aber ich hatte sie einfach nicht. Doof, ne? Steht da nicht einer? Da steht einer. I knew it. Aber ich treffe ihn gerade nicht, weil ich ein bisschen inkompetent bin, habe ich das Gefühl. Na komm, ich schieße mal einen Block da drüber. So, hat er schon wieder einen Bow? Ich gebe ihn einfach meinen. Ist das eine Idee? Hier. So, pass auf. Pass auf die Mitte auf. So, damit weiß er Bescheid. Das war, glaube ich, eine gute Idee, den meinen zu geben. Weil es der Bogen, den vorher ich getragen habe. Das heißt, da ist noch mein Ruhm dran. Nee, okay, ich hör auf. So, 40 Gold. Das ist tatsächlich eine Menge. So. Enderperle. Aber die 40 Gold sind halt auch echt schnell weg. Muss man gerade dazu sagen. So, dann noch Rettungsplattform. 1, 2. 2 sind besser als eine. Ich benutze die, hab die zwar eh noch nie benutzt, aber vielleicht ist heute mal der Tag. So, und dann hole ich mir doch noch hier das Beste vom Besten natürlich. Und das kann dann weg. Dann kann ich hier nochmal aufrücken. Aufrücken, aufrücken und perfekt. So, brauche ich sonst noch irgendwas? Ich denke nicht. Ich denke tatsächlich nicht. Ich bahne mir da schon mal. Ach, ein Bogen, genau. Ein Bogen. Der wäre noch sinnvoll, falls ich da irgendwas anders planen muss. Also, falls ihr jetzt versteht, was ich meine. Wenn nicht, ist das auch nicht so schlimm. Das war klug, Torm, aber egal. Jetzt Pfeil. Zack, gut. Bogen Level 2 war Absicht. Damit wir einfach mehr Schaden machen und den jetzt noch ein bisschen geben können, vielleicht in einem oder anderen. 15 Minuten sind wir genau jetzt. Ah, der Dummratsch hat einen getötet. Das heißt, es ist der perfekte Zeitpunkt, da jetzt reinzumarschieren. Mit meiner Perle. Erstmal trinken wir ganz unbeobachtet hier die Stärke. So, jetzt sind wir drin. Töten dann den hier. Okay, er ist weg. Dann wird er hier nochmal getötet. Dann holen wir uns hier ganz elegant Spinnenweben, Cobwebs. Zack, zack, zack. Du bleibst nochmal schön tot. Die anderen juckt das irgendwie gerade gar nicht, habe ich das Gefühl. Doch, jetzt kommt er. So, er hat natürlich das Eisenschwert, ist jetzt aber auch tot. Das lässt du bleiben. Da
Da ist jetzt eh nichts mehr drin. So, jetzt baue ich eure Cobwebs noch hier ganz elegant und schnell ein. Zack, 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 zack. Und jetzt wird das Bett abgebaut. Gut. Und jetzt kann man genießen hier die letzten Atemzüge. Bam, das war's, Leute. GG, würde ich mal behaupten. Ja, war eine schöne Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. 15 Minuten, 39 Sekunden. Knackig. Wenn ja, dann gebt doch einfach ein Like. Und ja, falls ihr Bock habt, mehr zu sehen, abonniert doch einfach. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut da rein und ciao.